Hallo, heute erkläre ich Ihnen, was Freenet überhaupt ist. Ich hatte jetzt schon Videos gemacht, wie installieren Sie Freenet, wie laden Sie es sich herunter, aber ich habe doch gar nicht gesagt, was Freenet überhaupt ist. Ja, dafür lese ich mal den Wikipedia-Eintrag vor. Freenet ist eine Peer-to-Peer-Software zum Aufbau eines Rechennetzes, dessen Ziel darin besteht, Daten verteilt zu speichern und dabei Zensur zu vereiteln, anonymen Austausch von Informationen zu ermöglichen. Dessen Ziel soll durch Dezentralisierung, Redundanz, Verschlüsselung und dynamisches Routing erreicht werden. Freenet wird als freie Software unter der GPL entwickelt. Arbeiten wir uns jetzt mal Satz für Satz vor. Freenet ist eine Peer-to-Peer-Software. Peer-to-Peer ist der klassische, ist der klassische Aufbau. Hier ist der eine Peer und der verbindet sich zum anderen Peer. Und die verbinden sich auch wieder zurück. Das ist grob gesagt ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und es heißt zwar Peer-to-Peer, allerdings besteht Freenet aus mehreren Peers. Aber trotzdem, das hier ist ein Peer-Paar, das ist ein Peer-Paar, deswegen ist es trotzdem eine Peer-to-Peer-Software. Ja. Das nächste, was da drin steht, ist zum Aufbau eines Rechennetzes, also dass mehrere Peers zusammen sind. Das werde ich auch gleich nochmal aufzeichnen. Das Ziel darin besteht, Daten verteilt zu speichern. Dazu werde ich auch gleich nochmal kommen und dabei Zensur zu veralten und anonymen Austausch von Informationen zu ermöglichen. Also die Zensur, beispielsweise ihr dürft auf Seite XY nicht zugreifen, weil da der und der Inhalt drauf ist und das ist wegen Paragraph irgendwas nicht angemessen, deswegen beispielsweise mit DNS-Hijacking gesperrt. Das soll dadurch vereitelt werden und das funktioniert beim Aufbau auch eigentlich ziemlich gut. Und es ist natürlich ein anonymer Austausch von Informationen, logischerweise, dessen Ziel soll durch Dezentralisierung, Redundanz, Verschlüsselung und dynamisches Routing erreicht werden. Das sind viele Komponenten, das hat der Hauptgrund, ist allerdings die Dezentralisierung. Das heißt, im klassischen Fall gibt es ein Server, auf meine Schrift kann man lesen, und wenn ich beispielsweise ein PC anfragt, fragt er an diesen Server an. Und hier ist auch noch ein PC. Und der fragt auch an diesen Server. Und der Server antwortet eigentlich auch immer. Aber der Server kann jetzt beispielsweise falsche Informationen aushändigen oder sagen nein. Der sagt beispielsweise bitte. Und der sagt nein. Das ist natürlich dann, das ist natürlich dann sehr gemein und das soll dadurch vereitelt werden, durch diese Dezentralisierung, dass es nicht nur einen Server gibt. So, das war jetzt keine schöne Umrandung, das war ja Krickelackrack. Gut. Freenet wird als freie Software unter der GPL entwickelt. GPL steht für General Public License, um genau zu sein, GNU General Public License, das ist eine freie Software-Lizenz, sprich Quellcode ist offen. Jeder kann ihn einsehen, weiterentwickeln. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Wie wird das überhaupt erreicht? So ein Aufbau, das ist auch relativ einfach, doch in gewisser Weise erklärt. Und zwar habe ich hier meinen Knoten. Also das bezeichnen wir als Knoten, Computer, der ans Freenet angeschlossen ist. So, sagen wir, ich nenne mich jetzt mal Knoten. Mein Knoten nenne ich das jetzt einfach mal, das hier ist mein Knoten. So, das hier ist mein Knoten und dann gibt es natürlich noch ganz viele tausende andere Knoten. Beispielsweise hier ist Knoten 1. Das sind jetzt natürlich Nummern, die haben natürlich eine viel längere Nummer, keine Frage, aber so viel möchte ich hier auch nicht hinschreiben. Hier ist Knoten 2. Ich zeichne jetzt auch nur einen Teil unseres, ich sage mal, Beispielnetzwerkes auf, Knoten 3. Und sagen wir, hier ist noch ein Knoten, Knoten 4. Ja. Und ja. Sagen wir, hier ist auch noch ein Knoten, das ist dann Knoten 5. So. Ja.
Und schlussendlich, mein Knoten verbindet sich grundsätzlich, zumindest versuche es mit 7 Knoten zu verbinden. Gut, ich habe jetzt hier gar nicht 7 sagen, weil der verbindet sich mal mit 3, das ist dann Knoten 4, Knoten 5 und Knoten, ja, sagen wir mal 2. Die anderen Knoten kann man so direkt nicht erreichen. Und da wir es ja auch ein bisschen kompakt haben wollen, das Netzwerk, zeige ich hier noch ein paar Knoten. Wo war ich? Ich war bei Knoten 5, also kommt jetzt hier Knoten 6 hin. Im Englischen übrigens auch Node genannt. Weil es der Begriff, weil es die Freenet mal nicht komplett übersetzt worden ist, dann ist es vielleicht auch noch sinnvoll. Das sind hier, könnte man auch sagen, mehrere Ebenen. Ja, so, ich mache jetzt hier noch den 17. Knoten hin. Dann habe ich genug, finde ich persönlich zumindest. Und sagen wir jetzt Knoten 4 ist mit Knoten 6 verbunden. Und Knoten 6 mit Knoten 1, Knoten 2 ist mit Knoten 7 verbunden, der mit Knoten 1. Knoten 3 ist wiederum mit Knoten 2 verbunden und mit Knoten 6 und Knoten 6, nein, sagen wir mal Knoten 7 und Knoten. Ja gut, jetzt habe ich die 7 doppelt. Oh, meine Schuld. So. So, okay. So. Ja. So, jetzt habe ich schon ganze 8 Knoten und man sieht, das ist ein ziemlich großes Netzwerk. Und jetzt frage ich, haben die alle Daten? Und sagen wir, unsere Zieldaten liegen hier so versteckt auf Knoten 8. Und sagen wir, nach was suchen wir? Wir suchen nach 1, 2, 3, 4. Dann hat Knoten 7 beispielsweise 1, 1, 1, 1 und das hier beispielsweise 1, 2, 3, 3. Oh, das ist natürlich jetzt nur der Optimalfall. Und ja, und jetzt schickt unsere Knoten eine Anfrage an alle unsere Knoten. Der arbeitet das systematisch ab, unsere Knoten. Und fragt erstmal hier nach Knoten 5. Hey, hast du Knoten 5? 1, 2, 3, 4. Oh, falsch das. Oder kennst du jemanden, der damit verwandt ist? Sagt der Knoten 5, nee, kenne ich nicht. Dann so fragt er logischerweise den nächsten Knoten 4. Hey, kennst du jemanden mit dem Knoten? Und dann sehen die hier schon, eine Differenz von 2 ist nicht viel. Ja, sagt er dann, denke ich schon, kenne ich einen. Dann schickt er die Anfrage im Knoten, dann durchsucht er seine eigenen Knoten. Der ist natürlich hier noch mit ganz vielen anderen Knoten verbunden. Und die sagen alle, nee, wir haben andere Nummern. Und dann kommt er hier bei Knoten 6 an. Und Knoten 6 sagt, ja, ich habe da so eine Nummer. Das ist eine Differenz von 1 nach der gesuchten Anfrage. Sagt der Knoten 6, na, ich schau mal bei mir rum. Und guck dich hier bei Knoten 1, nee, Knoten 1 ist es nicht. Ach, da war, du komm, hast dir die Anfrage geschickt, du hast es also auch nicht. Nee, Knoten 3 hat es nicht. Ah, Knoten 8, das sieht gut aus. Schicke ich mal die Anfrage weiter nach Knoten 8. Und Knoten 8 sagt, ja, habe ich. Schicke ich wieder zurück zu Knoten 6. Knoten 6 schickt es zurück zu Knoten 4 und wieder zu meinem Knoten. Ja, jetzt kommen wir zur Anonymität. Wie ist da diese Anonymität gewahrt? Das ist eine gute Frage. Die Anonymität ist gewahrt, dass der Knoten 4, der hier also, so tut, als würde er nach 1, 2, 3, 4 suchen. Knoten 6 weiß jetzt zwar, dass Knoten 4 eine Anfrage nach 1, 2, 3, 4 gestellt hat, allerdings weiß Knoten 6 nicht, ob 1, 2, 3, 4 nach dem Knoten sucht oder ein anderer Knoten. Und Knoten 4 weiß zwar, dass die Anfrage von meinem Knoten kommt, aber ich könnte die Kno Anfrage ja beispielsweise auch von Knoten 5 bekommen haben und lediglich weiterleiten. Daher ist es anonym. Keiner weiß, von wem eine Anfrage kommt. Wie kann jetzt ein Knoten, beispielsweise Knoten 8, was haben? Und zwar habe ich das ja auch gesagt, jeder Knoten hat ein sogenanntes Data Store. Data Store und in diesem Data Store, da geben wir etwas von unserem lokalen Speicher frei. Beispielsweise, ich habe ja da im Tutorial, glaube ich, 3 GB GIP eingegeben. Und in diesen 3 GIP speichert er dann für all die Daten. Und die Daten wiederum werden nochmal verschieden aufgeteilt. Dazu komme ich jetzt. Wie werden die Daten im Freenet überhaupt gespeichert? Das ist eine gute Frage. Und es gibt mehrere sogenannte Schlüssel.